meine Süßen, da bin ich. Ich komme jetzt gerade nach Hause. Es war ein langer Abend. Ich war mit Freunden unterwegs und heute drehe ich eine Gute-Nacht-Routine für euch. Das ist das meist angefragte Video. Als allererstes beginne ich damit, dass ich alles ablege, was ich ablegen kann. Sei es Ohrringe, meine Handtasche, den Cardigan, den ich anhabe, meine Uhr, alles kommt ab, nur mein Goldkettchen nicht, denn das färbt nicht ab, das lasse ich sogar beim Duschen und beim Schlafen an. Zum Schlafengehen ziehe ich am allerliebsten eine kurze lockere Shorts und ein lockeres T-Shirt an, damit ich schön bequem darin liege. So, jetzt muss ein Haargummi her, denn als allererstes muss ich mir meine Lockenpracht zu einem Bommel-Gute-Nacht-Dutt zusammenstecken, denn beim Gesicht waschen und Zähneputzen dürfen die Haare nicht stören und in die Quere kommen. So, noch ein paar Mal den Zopf durchziehen und am Ende das Ganze zurechtrücken und ich würde sagen, Mission erfüllt. Bevor ich ins Bett gehe, höre ich am liebsten auch nochmal Musik zum Entspannen an und wer hätte es gedacht, bei mir ist es natürlich, ja, die Queen. So, als nächstes kommen die Lashes ab. Leute, nicht erschrecken, das sieht ein bisschen eklig oder auch gruselig aus, aber den Kleber mache ich beim Gesichtwaschen natürlich auch noch komplett ab. Im nächsten Schritt kommen die Feuchttücher. Damit fahre ich nochmal durchs gesamte Gesicht und entferne alles, was noch so ein bisschen doll geschminkt ist, wie Mascara, Augenbrauen, Lippenstift, damit das alles beim Gesichtwaschen nachher nicht so sehr schmiert. Sieht jetzt natürlich heavy aus, wie ich mit dem Feuchttuch an meinen Wimpern ziehe. Ich kann euch aber beruhigen, ich mache das wirklich sehr, sehr sanft. Würde ich dran ziehen, hätte ich am nächsten Tag natürlich keine Wimpern mehr im Auge, ne? So, jetzt noch einmal den letzten Finish, die ganzen hartnäckigen Reste noch mitnehmen und das war's. Nein, das war es natürlich nicht. Jetzt kommen wir zu meinem Gesichtsbürstchen, welches ich aus dem DM habe und meinem Aug-Waschgel mit weißem Teeextrakt. Damit bürste ich mir jetzt das gesamte Gesicht, muss es natürlich vorher aber nass machen. So, schön gründlich. In kreisenden Bewegungen und nicht zu doll aufdrücken, weil sonst zerkratzt ihr euer Hautbild, anstatt es zu reinigen. Das Ganze dann abwaschen und dann nehme ich noch meine Kernseife und wasche auch damit nochmal mein Gesicht, damit ich alles Wasserfeste noch runterbekomme. Ihr dürft mich nicht verurteilen, ich mache das wirklich schon seit Jahren so und es funktioniert super. Böse, böse Sally, ich weiß. Jetzt ganz wichtig, Freunde der Sonne, Zahnseide. Schön die Essensreste rauskramen, das ist super wichtig. Dann nehme ich meine Colgate Sensation White, meine Dr. Best Zahnbürste und schrubbe, was das Zeug hält. 3 bis 4 Minuten putze ich immer meine Zähne, schön in kreisenden Bewegungen, nicht allzu doll aufdrücken. Am Ende putze ich auch noch die Zunge, denn da können sich Bakterien bilden. So, jetzt kommen wir zu meinem klärenden Gesichtswasser. Auch das ist von Aug mit Ginseng-Extrakt. Das tue ich immer auf ein Pad und gehe nochmal übers gesamte Gesicht und am Ende auch nochmal hinter die Öhrchen. Augen nehme ich von Lavera die straffende Augenpflege. Auch da ist weißer Bio-Tee drin und sorgt auch nochmal für Frische unter den Augen. Als Gesichtscreme nehme ich meine selbstgemischte Gesichtslotion von Medipharma Cosmetics. Die riecht ganz, ganz frisch und sorgt für Feuchtigkeit und die zieht super ein. Damit gehe ich wirklich am liebsten schlafen. Für meine Wimpern nehme ich den Wimpernbooster, auch der ist von Medipharma Cosmetics. Den tue ich jeden Abend auf meine Wimpern, denn dadurch wachsen eure Wimpern wirklich enorm. So, jetzt noch zuletzt mein Hyaluron-Pflege-Lippenstift. Der kribbelt so schön auf den Lippen und dadurch werden die Lippen voller. Den trage ich jeden Abend auf. Ihr seht, ich sehe aus wie eine kleine Speckschwarte, total glänzend, aber das zieht alles über Nacht ein. Das mache ich jeden Abend so, ich fühle mich wohl damit. Ich hoffe, meine Gute-Nacht-Routine hat euch weitergeholfen. Hinterlasst doch gerne einen Like da, abonniert meinen Kanal kostenlos. Ich sage schon mal Küsschen und Tschüss!